Oh, kleiner Hop. Brauchst du die? Nein, die haben wir doch schon. Oh, das sind die. Sag ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, Zeus schreibt gerade, er muss leider weg, sorry. Tschö, Zeus. Ach so, apropos Zeus. Ich habe gerade mit meinem Sohn telefoniert, der ist jetzt momentan in Kur. Und ich soll sagen, hello YouTube von Luan. Der vermisst das alles total, ey. Könnt ihr euch vorstellen, 6 Wochen, kein... Ey, was machst du da? Die töten. Musst du die haben? Ja, 20 Stück. Könnt ihr euch vorstellen, 6 Wochen, kein YouTube, keine Videos, kein Zocken. Oh, der ist so arm dran, der Louis. Die kannst aber ganz gut. Ja, die sind ja auch Level 7. Die sind ja mein Level. Level. Ja. Da ist es schon wieder. Da ist es schon wieder. Ich immer diese Zahnspange. Ich töte die. Töte. Ich glaube, für die brauche ich gar keine. Die eine, Mann. Ich habe mal bei meinem also Offline-Account, also nicht für den SLP, die hat mir mal geholfen, die war Level 49. Wow. Ja, voll krass. Voll groß. Krasse Sache. Ich brauche nichts zu machen, ich brauche einfach nur zu laufen. Ich töte dich. Ah ja. Huh. Ha. Getötet. Getötet. Hier sind die Schleims. So, ich guck mal kurz eben. Wie viele brauchst du davon noch? 8. Okay. 6, 7. Dann ziehen wir das mal ganz schnell durch hier. Und die dann. Und die. Boah. Fertig? Nein, noch 3. Oh, ist ja lange für die, noch 2. Noch einer. Bin ich zu weit weg von dir? Fertig. Okay. Okay, wie viel habe ich? Jetzt habe ich hier, okay, jetzt nur noch am Strand 4 Quests. Okay, ich muss auch, glaube ich, zum Strand. Ja, da gehen wir. Warte, wo ist der kürzeste Weg? Nach oben. Wohin gehst du? Nach oben. Nein, ich muss da unten hin. Da unten am Strand. Ja, ich auch. Deswegen gehe ich da doch hin. Guck mal, hier ist eine Schatzkiste. Ist sie? Oh ja, schön. Können wir die beide nehmen? Ja, glaub schon. Hey, du hast sie geöffnet? Da ist noch zerrissenes Leder. Oh, da ist noch was und da. XX. Oh, schade. Ich habe aber auch schon mal so eine gefunden. OP. Die dann nicht beide öffnen kann. Doch, wir haben die doch beide geöffnet. Ja, aber wir haben ja nicht beide das Zeug bekommen, was da drin war. Ach so. Das ist der Typ, der steht da immer noch. So. Alter, was tut der denn? Keine Ahnung. Ich habe nur noch einen Mana-Stein. Ah, oder so. Und noch 10. Ich brauche keinen Mana. Mein Mana ist irgendwie immer voll. Echt? Ja. Das ist cool. Oft passiert mir, dass ich, wenn ich 3 oder 4 drücken will, dass ich dann auf E drücke. Oh, falsch rum. Da lang. Ja, das passiert mir auch oft. Wo musst du hin? Unten an den Strand. Über den Berg. Ja, da muss ich auch hin. Da ist die 4. Da sind die Mara-Piraten. Ja. Sind die Mara-Piraten? Nein, also, nee, die brauche ich noch nicht, aber die sind, glaube ich, hier. Ja, ich bin gut. Da sind nämlich die. Die musste ich nämlich neulich töten. Okay. Ich muss noch weiter. Ich mal gefragt, ob ich dich da irgendwie. Ja, Muschelfleisch ist die 4. Yep. 2 Stück brauche ich. Brauche auch noch 2 oder 1, weiß ich nicht. Dann und können wir einfach am Strand entlang laufen, dann habe ich alle Quests. Wenn okay. Wir ganz oben angekommen sind. So, dann habe ich aber hier keine. Oh, da sind die Viecher wieder. Die Schildis, die brauchst du. Stimmt's? Ah, nee, das sind schnelle Schildis. Ich habe Angst. Ich werde bestimmt sterben. Ja, Mara Matrose. Oh mein Gott. Ich bin tot. Nein. Ja, aber ich werde sterben. Wo ist denn hier jetzt die 3? Die 4. Ich mach die einfach kaputt hier. Oh, machst du. Das machst du wohl nicht so einfach kaputt. Hihi. Ganz einfach.
kämpfe uns den Weg frei. Okay. Ich nehme den Seestern. Ich brauche ihn. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht hier? Er ist tot. Oh, 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 oh. Da sind so viele. 3, 4, 5. Ha, ha, ha. Den, oh, irgendwas stimmt hier mit meinem Spiel nicht, ey. Bei mir geht eigentlich alles. So. Ich brauche noch ein Muschelfleisch, dann bin ich fertig. Wo hast du denn die Muscheln gefunden, ja? Hier unten war eine. Hey. Wo bist du? Jetzt ist sie weg. Ich möchte nicht sterben jetzt. Ich auch nicht. Da, ich brauche noch eine Muschel. Du bist gerade an einer Muschel vorbeigelaufen. Oh ja. Ich hatte Angst. Nicht nur du hast Angst. So. Take it. Ich glaube, ich bin dann fertig auch, wenn ich diese Muschel. Ich habe noch genug. Sollen wir dann zurück hier nach Rumen oder wo? Oh, ich habe natürlich nur einen Seestern bekommen jetzt. Da ist noch eine Muschel. Seestern. Nicht töten. Bitte nicht töten. Oh ja, die sind böse. Pass auf, ey. Greif mich auch an. Oh, ich habe 30 von 2 Seesternen. Auch geil, oder? musst du Muschel schon nehmen. Ah, ich dachte. Ich sag dir, das irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Spiel. Schon wieder ein Seestern. Wo haben wir denn noch welche? Da ist noch einer. Oh, aber die sehen hübsch aus, ne? Ja. Fast so wie Miss Fortune. So wahnsinniges. Hab's das geerntet. Ich nehme den Seestern. Sehr schön. Okay, hier lang. Muss ich zumindest. Guck mal, die lassen uns in Ruhe. Die sind so hübsch. So grün mit pink. Jetzt nur durch die Mara-Piraten, weil ich brauche Krabben, blaue und normale. Ganz viele. Und davon okay. Die Sachen. Ich kaufe 70 Blumenkrallen. Ja, ich habe jetzt hier keine Quests mehr. Ich habe noch 10 blaue Krabben, blaues Krabbenfleisch, 20 Krebsscheren und 20 langsame Schleims. Dann ich auch rein in die Echohöhle. Da, langsamer Schleim müssen wir töten. Okay. Und die Krabben. Hey, ich baller einfach auf alles drauf, was ich hier sehe. 1. Krebsschere, genau die brauche ich. Ja. Na komm. Ich mach die Krabben und du machst dann diese langsamen Schleims. Davon brauchst du nur noch 17. Och, okay, dann würde ich sagen, mach ich das anders. 16. 15. Ich hab hier gerade ein paar Krabben. Lass ja, das ist gut. Hier liegen. Kannst du dir die Krebsscheren nehmen, ja? Die liegen nämlich ein paar. Krebsscheren. Dafür brauchst du auch 20, oder? Ja. Jetzt nur noch 10. Stirb. Oh, Level up. Yay. Mein Ziel? Ah, kannst den Zauber noch nicht benutzen. Gut, dann komme ich so. So, und die 2. Na komm. Sag mir nur Bescheid, wenn ich genug habe, ja? Vom Schleim? Ja. Oh, keine Mama. Okay, Krebsschert, bin ich fertig. Du schleimst noch. Warte. 15. Hä? Wir haben erst 5 getötet. Kann nicht. Dann bist du außerhalb meiner Reichweite. Wissen du?
hier hinten bei den Schleims. Ach so, du bist ganz woanders. Du bist bei anderen Schleims. Du musstest die langsam haben, oder? Ja, jetzt bin ich hier bei dir. Okay, dann töte ich die mal. Weil ich war hier unten am Strand. Du musst dann halt in meiner Reichweite bleiben, sonst bringt das nichts. Jetzt geht's, oder? Ja, jetzt sind es nur noch 10. Toll, wir hätten die schon längst haben können. Ja. So, hier hinterm Berg sind welche. Und dann fehlt nur noch blaues Krabbenfleisch. Da vorne ist jemand, Level 11. Der quatscht die ganze Zeit hier Opern. Der weiß genau, wir sind in der Aufnahme, ey. Und stupst die ganze Zeit. Er stupst. Ich werde nie angestupst, zum Glück. Hat oft angestupst. Bist du noch bei mir? Ja. Noch zwei. Bergarbeiter Palmas. Hi. Was hast du mir denn zu sagen? Wieso bin ich nur so von einem funkelnden Juwel fasziniert? Ja, wieso denn? Oh, ich krieg 11 Erfahrungen immer. Sehr cool. Ich krieg 3. Na komm. Nicht genug Mana. So. Fertig. Deshalb. Jetzt nur noch blaue Krabben. Und wo sind die? Hier gleich. Okay. Da, 10 Fleisch von denen brauche ich, und dann bin ich fertig. Du hast die böse Monsterkrabbe. Ja, die ist bestimmt nicht so schlimm. Töte sie mal. Bevor die uns angreift. Ich glaube, die brauche ich auch. Nee, die habe ich schon. Das Fleisch. Das Fleisch. Brauche ich ja nur eins zu sammeln. Für die brauch. Blaue Krabbe. Ich renne, wollte gerade die 3 drücken. So. 3 noch. Da sind sie. Die 3 noch. Oh, jetzt. Oh, die haben kein Fleisch gegeben. Echt? Nein. Ja, aber. Ja, noch 2. Hau mir meine Spells raus, ey. Und dann habe ich nicht genug Mana. So, hier ist kein Fleisch drin gewesen. Machen wir mal bei denen nach. Komm schon. Nö, auch nicht. Na komm. Auch nicht. Boah. Wo bist du? Fertig. Da unten. Okay. Wir können jetzt zurückgehen. Hast du, wohin denn? Nach oben? Ja. Okay, porten wir uns? Ja, ich muss nur noch kurz, ich habe gerade eine neue Fähigkeit mir erlernt. Ich kaufe mir die immer schon vorher. Okay. Fähigkeit. Hä, wo sind die denn nochmal? Ah, da. Körpergegenstand Zusatzschaden der Untoten. So. Wie viel Geld habe ich jetzt? Ist jetzt egal. Ich gehe zurück nach Ruhm. Ich bin schon in Ruhm. Ja. Quest. So. Okay. Dann gucke ich mal. Ah ja. Hier kann ich nur einige abgeben. Ich kann ein paar abgeben. Dann muss ich mir neue Malersteine kaufen. Oh, schöne Musik. Auch mal da hinten kurz meine. Oh. War das? Simple Magic. Bist du hey, der? Wake up! Das ist ja cool. Oh, ich wurde angestopft. Von Zeus. Ja.
So. Die Lernenden, die sind dann immer die, die man abgeben kann, oder? Ja, glaub schon. Ich renne mich gerade zu der Lila. Habe ich leider keiner, die ich abgeben kann. Will er denn hier? Ey, irgendwas stimmt heute hier nicht mit meinem Game, ey. Kann sein, dass ich zu viel LOL gezockt habe und deswegen anstatt auf die W die Q drück. So, die Geschichte von Rumenus, annehmbar. Quest beginnen. Oh, Stadtmeister, ich habe euch nicht gehört. Es Level tut mir up. Sehr leid, aber ich war in Eile. Oh, ich sehe gerade, ich mache heute mal eine Doppelfolge draus. Habe ich auch schon. Aber dann haben wir auch nur leider noch ein paar Minuten nur. Das macht nichts, aber ich habe ein großes Problem. Hast du etwas Zeit, um zu reden? Ja, eigentlich jetzt gerade nicht, aber natürlich, Sir. Was ist das denn, das Problem? Es ist jetzt etwa 20 Jahre her, dass ich der Stadtmeister von Rumen geworden bin. Während meiner frühen Regierungszeit war ich sehr interessiert an den Höhlenforschungen. So habe ich sicher mehr Zeit in Höhlen als in meiner Stadt verbracht. Das hat sich mit dem Zwischenfall dann allerdings drastisch geändert. Was für ein Zwischenfall? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich war auf Erkundung in der Zentralregion von Isia. Ich wurde zu einem mir bis dahin unbekannten Platz hingezogen, als ob ich besessen von ihm wäre. Plötzlich habe ich dann festgestellt, dass ich am Eingang einer sehr seltsamen Höhle stand. Ich habe lange am Eingang dieser Höhle gestanden, bis ich auf einmal eine Stimme tief aus der Höhle gehört habe, die mich gerufen hat. Er hat deinen Namen gerufen? Ja, sie rief mich. Rumenus, Rumenus, so in etwa. Es war stockdunkel in der Höhle und so warm wie in einer Sauna. Ich bin dann der Stimme gefolgt und langsam in die Höhle hereingegangen. Nachdem ich etwa 2 Stunden gelaufen war, habe ich etwas sehr Schreckliches gesehen. Was denn genau? Ein Geist von majestätischer und... Oh, jetzt hat gerade hier irgendwie jemand... Ja, ja, ich weiß. So, ach, guck mal, die kann man auch verschieben. Geil. Bin schon wieder Level up. Natürlich habe ich meinen Dorfbewohnern erzählt, was mir vorgefahren ist. Oh Mist, jetzt habe ich das weitergedrückt. Menno, ich will zurück. Sie waren der Meinung, dass es sich um den Geist des legendären Kriegers Rumen gehandelt haben muss. Ich habe auch erfahren, dass ich sein einziger noch lebender Nachkomme bin. Die Dorfbewohner haben mich mit dem Boten von Rumen genannt und haben mich gebeten, ihr Stadtmeister zu werden. Seitdem arbeite ich hart, um mich um die Stadt zu kümmern. Aha, so seid ihr also Stadtmeister geworden. Aber Rumen? Ihr habe mir noch nicht gesagt, wer Rumen ist oder worüber ihr euch solche Sorgen macht. Okay, du wollte ich oder er oder hast du nicht gesehen. Rumen war einer der Krieger, der Isia während der Götterkriege gerettet hat. Ich werde dir darüber später mehr erzählen. Meine Angst ist, dass der Geist Rumens, der mir Hoffnung und Stärke gegeben hat, verschwunden ist und die große Anzahl der Monster um unsere Stadt das Resultat dieses Umstands sind. So etwas ist bisher während meiner 20-jährigen Regierungszeit als Stadtmeister noch nicht passiert. Wow, das war eine ziemlich interessante Geschichte. Ich bin sprachlos. Quest abschließen? Wo? Oh. Wieso abschließen? Ah, ich sollte mir nur die Geschichte anhören, oder wie? Toller okay. Quest. Wirklich guter Deal. Quest beginnen. Etwas Wichtiges? Ja. So, alles klar. Ja, ja, ja. So. Jage das Monster namens Fino. Okay, das ist einfach. Fino muss ich auch machen. Angenommen. So, meine Lieben. Ja, die Folge, die war jetzt, naja, die Geschichte war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Eine kleine Doppelfolge draus geworden. Wir haben der Anastasia mal ein bisschen geholfen hier, beziehungsweise ein paar Monster schneller getötet. Manville Klein ist ein... Darf ich dich Anastasia nennen eigentlich? Ja, ja. Okay, cool. Ich verabschiede mich für heute von euch. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und jetzt darf sich auch Anastasia von ihren Zuschauern verabschieden. Ja, ich muss nur noch den Quest hier fertig abgeben. Okay. Gut, ich bin schon mal raus. Tschüss. Tschüss. Ja, und dann verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Fiestia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.